Au. Mach's hier keine Lightshow. Die kannst du ja sonst wohin schmieren. Aber wo latsche ich eigentlich gerade hin? Oh! Okay, ich bin dort. Ich darf das gesamte Spiel nochmal ablaufen und jede einzelne verdammte Wand anschießen. Ach du Scheiße. Oh. Glendatu. Verdammte Scheiße, wie hieß der Film nochmal? Ich hab das Bild im vorm Gesicht, vorm Gesicht, vorm Auge, aber die Space Invaders. Ich komm wieder auf Space Invaders. Ist das eventuell ein Hinweis? Goddammit, wie hieß dieser Film nochmal? Starship Troopers! Gott! Kann ich den Namen vergessen? Ist das vielleicht ein Hinweis, was ich da gerade sehe? Weil in dem blinkenden Raum bin ja ich. Und der geheime Raum war umringt von anderen Räumen. Heißt das dann eventuell, dass vielleicht über mir zwei sind? Oder vielmehr drei? Dann weiter links ist vielleicht nur ein vierter? Oder vielleicht ist sogar oben, vielleicht sind sogar oben vier. Ha. Huh. Aber das ist ja richtig mies gerade. Das ist ja richtig mies. Überall bin ich schon irgendwo am Gegenschießen und dachte, hey, da würde ja schon längst was passiert sein. Und dann das. Ich schätze mal, einfach Gegenschießen hat schon ausgereicht. Nichts Besonderes. Einfach nur draufballern, fertig. Wenn die noch auf unterschiedlichen Höhen sein können, dann... Oh, ja. Ich sehe ihr Gesicht. Da rechts neben mir. Ich glaube, da oben wird nichts sein. Aber ich muss, um sicher zu gehen, da links nachgucken, glaube ich.
Mann! Ich muss jetzt wirklich jede einzelne verdammte Wand wieder anschießen. Was wäre, wenn das hier unten kaputtbar wäre? Und du brauchst den Laser dafür. Hätte ja auch sein können. Oh, bin viel zu weit. Wait, bin viel zu weit? Ah, dann muss ich links nach unten. Ja, vor allen Dingen dieser Laser da ganz links, der ist ein bisschen auffällig, ne? Wirkt wie, als würde man nach rechts, nach links gehen können irgendwo. Da scheint wohl kein Weg zu sein. Dann mal nach unten. Oh, nach unten geht nicht. Es hat hell gerade. Nee, das ist doch nicht der Heiler. Dass da immer noch eine Strahlenwarnung angezeigt wird, obwohl hier nichts mehr ist. Oh hey, Sicherheitsstufe 2. Über mir ist ein Geheimnis. Oh, und das macht's nicht wirklich besser gerade. Ich glaube zumindest, dass es ein Geheimnis ist. Wait. Huh? Ich hab aber da gerade eine. Hä? Vor allen Dingen, der Raum da, in dem ich gerade drin war, wo ich gesagt habe, über mir ist ein Geheimnis, da ist auch schon wieder so ein Punkt. Sollen die Punkte eventuell sagen, hey, hier ist eine Probe? Müsste ich mal das nächste Mal drauf achten, wenn ich irgendwo eine Probe sehe? Da muss ich dann mal auf die Map gehen, um zu gucken, ob das wirklich eine Probe sein soll. Nein, mal gucken, was die hier haben. Eine Wetterwolke? Munitionsbehälter, Sturmmaschine. Kirill erzeugt einen tödlichen Hagel. Kauf ich einfach mal. Weiß eh nicht, wohin mit meinem tödlichen Sporen-Schnodder. Oder warte mal. Sag mir nicht, dass das jetzt Rakete ist. Okay. Au. Verdammte Explosion. Ist sie, weil über mir ist ein Weg. Wie komme ich da hin? Ich kann mich eigentlich porten. Ah nee, Quatsch. Nein, 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 nein. Zur Tür muss ich hin. Ich muss zur Tür hin. Ich hab doch jetzt Sicherheitsstufe 2. Thank you.
Au! Goddammit. Einfach nur ein brennender Haufen. No fucking way. Es sagt mir nicht, dass da eine Spore ist, oder, nicht Spore, Probe. Was ist dann dieser Kreis? Nicht Kreis, was ist das, dieser komische Punkt da in der Ecke immer von den Räumen? Huh. Naja. Was ist die neue Palette? Arcade. Also das macht's jetzt echt nicht besser. Verdammt. Also sind dann jetzt vielleicht dann doch diese Stellen, die irgendwie auffällig zu sein scheinen, vielleicht wirklich gar nicht so unwahrscheinlich. Nochmal von vorn. Dann sind die Räume, die halt schon so auffällig wirken, dann halt wirklich so auffällig. Und vermute, dass da irgendwas ist. Okay. Keine Ahnung, wo ich bin, aber ich mach mal eine andere Palette. Irgendwie wirkt das wie, als wenn das hier nicht gerade passend dafür wäre. Machen wir das. Das Neue. Wobei. Haben wir vielleicht ein passenderes? Er ist mir zu grell irgendwie. Ja, geht. Ah, hey, hier ist ein Teleporter. Der ist ein Teleporter-Kommandoturm. Zweite Kuppel? Ah. Ist nicht Space Station. Nee, Environmental Station Alpha. Die Wände sind von einer Art schwarzen Schimmels bedeckt. Wenn du an die Spitze des Kontrollturms gelangen willst, musst du die Schwebeplattform nutzen. Die ganz dünnen Schichten Schimmel kannst du anfassen, aber Vorsicht vor den dicken Ansammlungen, die werden dir Schaden zufügen. Okay. Dann ist, ich vermute mal, dann ist das hier das Dünne und das hier das Dicke. Aber ich kann nicht an der Wand dran sein. Okay. Ah. Weltraummüll. Da fliegt ein Klumpen Schimmel! Schwarzmarkt? Und da oben natürlich der Knopf, damit ich hier durch kann. Au. Au.
Supi. Ah, nee. Mal eben zu Kompost verarbeitet worden. Das nur zur Sicherheit. Nee, das ist nicht zur Sicherheit. Wie habe ich denn den gekillt? Nee, so speichern. Warum kannst du da runter? Warum kannst du hier runter? Meine einzige, was mir einfallen würde, ist wie beim Flipper. Wo du dann vielleicht einen so eine Version hast, wo du dann nicht unbedingt automatisch sofort deinen Ball verloren hast, sondern... Oh, da geht's weiter. Deinen Ball verloren hast, sondern du hast dann irgendwo unten noch so eine kleine Stelle, wo du noch weiterspielen kannst. Und irgendwie versuchst, dich zu retten. Ja. Wieder zurück aufs eigentliche Spielfeld zu kommen. Zum Rest des Spielfelds, oder vielmehr gesagt. Ah, da geht's nicht hoch, okay. Wand anschießen. Mhm. Wobei solche sind, glaube ich, super selten. Solche Flipper, wo du dann sowas unten noch hast. Oh, ich kann sogar höher springen. Ich weiß aber nicht wie. Hä? Wie habe ich das gerade hinbekommen? What? How? Das sollte eigentlich so sein. Entweder habe ich einen kleinen Bug gefunden, der irgendwie sehr unregelmäßig zu sein scheint. Ich glaube, da ist ein kleiner Bug. Was war das da links? Da ist schon wieder so ein Punkt. Ich glaube, der Bug in dem Fall ist, dass er dann für eine Sekunde... shit! Dass du für eine Sekunde diese Sprungfläche so berührst, wie als wenn... Oh. Oh, goddammit. Der Bug ist wahrscheinlich der, dass du diese Sprungfläche für eine Sekunde so berührst, wie als würdest du da ganz normal drauf stehen. Und dadurch dann halt springen kannst. Mit deiner eigentlichen Höhe. Ich glaube, ich bin jetzt gerade durch den Bug da hochgesprungen.
Ich würde eigentlich nach links gehen. Ich verstehe nicht, was dieser Punkt da genau bedeuten soll. Der wirkt, als wenn der wichtig wäre. Kann ja nicht sein, dass da irgendwie ein Checkpoint oder sowas ist. Jetzt bin ich nicht hochgekommen. Au! Okay, hier links ist gar nichts. Ich kapiere diesen Punkt nicht. Okay. Wand anschießen. Oder halt auch nicht. Bye bye. Ich genehmige mir mal eben ein Säurebad. Schön prickelnd. Warum sind da Gegner? In einem Bereich... Oh, hätte ich lieber gespeichert. In einem Bereich, wo du nichts machen kannst, hast du Gegner. Ha. Gut, dass ich gespeichert habe. Hey! Cool. Gut, dass ich hier hingekommen bin. Ah, die Rakete geht nur nach unten, ja. Super. Nach unten? Nur zur Seite, meine ich. Mein Hirn fängt schon langsam wieder an zu verschmoren. Ich merk's. Wird langsam wieder Zeit, dass mein Hirn abschaltet. So wie immer. Was ist die neue Palette? Jupiter. Oh ja, Jupiter. Ah, warum nicht? Oh, ich kann aber mir jetzt schon vorstellen, dass manche Sachen ein bisschen schwierig zu lesen dann sind. Super. Warte mal, wo gehe ich denn da hin? Wenn ich oben angekommen bin, wo gehe ich dann da hin? Ha? Ah, okay, einfach nur nach oben. Dieses Schimmelzeug erinnert irgendwie so ein bisschen ein an dieses eigenartige Zeug da in... Wie heißt das Spiel nochmal? Celeste. Nie gespielt, aber zigmal schon gesehen in Form von Speedruns. Oh.
Ah, ich hätte speichern sollen. Oder als ich gedrückt habe, die Taste. Ja, mhm. Ajo. Mhm. Ich spüre, wie 4 Millionen Watt gerade durch meine Schaltkreise gehen. Jupp. Mhm. Klar. Da wartest du jetzt genug ab und dann war das trotzdem zu spät. Oh, die schießen. Geben aber sehr viel Zeit, bis sie anschießen. Die lassen auf sich warten auf jeden Fall. Kann der Block mal nach oben kommen? Oder halt auch nicht. Okay, gut. Vereinige dich mit dem Schimmel da unten. Macht aber nicht gerade wenig Damage. Da werde ich mal eben wieder schön gebrutzelt. Findest du aber interessant, dass du hier mehrere Charakter zur Verfügung stehen hast. Ist auch nicht unbedingt so normal. Vor allem, wenn man dann theoretisch sagen könnte, okay, weißt du was, ich spiele jetzt mal das Spiel jetzt mit diesem Charakter durch. Und das nächste Mal spielst du dann das mit dem Charakter durch. Wer weiß, wie das mit dem Arcade-Modus ist. Bestimmt hast du dann das genau so in der Art wahrscheinlich. Abgesehen vielleicht hier von, Unit, was wieder, was war der Name nochmal? Ah ja. Rule 34, genau. Jetzt weiß man auch, warum sein Kopf die ganze Zeit am Drehen ist, wenn er steht. Er guckt das Internet nach Rule 34 durch. Und dreht dadurch komplett ab. Kann teilweise nicht glauben, was er da alles so findet. Okay, ich speichere lieber nochmal. Oh hey. Mother Brain. Ein Bosskampf? Ist das jetzt Endboss? Nein, ne? Wäre ein Ding. Okay, du machst immer wieder dein Schild an.
Und jetzt weiß ich, wovon ich Damage bekommen habe. Au. Nicht von der Seifenblase. Au! Ich kann jetzt schon Damage machen an dem. Was hat denn? Munition? Au. Lass das mal mit deinem Blitz. Ich bin zwar ein Roboter, aber ich bin kein Blitzableiter. Auch wenn ich aus Metall bestehe. Ja klar, sag mal. Noch tiefer geht's nicht, oder was? Mother Brain, wenn Mother Brain Metroid wäre. Bei einem Kraftwerk arbeitet. Ach so, ja, stimmt. Ich hätte schon draufballern können, ja. Das kannst du vergessen. Ich wollte dem Boss nur eine Chance geben, damit er auch wirklich mal was machen kann. Damit er nicht so einfach zu besiegen ist. Kannst du reinlaufen in den Blitz sogar? Das ist ja mies. Gehirn. Einfach nur Gehirn, der Erfolg. Ja, und du? Hab ich was bekommen? Hab ich eine Probe bekommen? Scheinbar. Sonnenaufgang.